Also 115 Jahre Gänsehäufel, was sagen Sie dazu? Ein Traum. Ich gehe schon selber über 50 Jahre her. Also gibt es nichts zum Sagen. Was ist Ihre schönste Erfahrung im Gänsehäufel, an die Sie sich zurückerinnern wollen? Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Wirklich? Erzählen Sie kurz, wie das war. Wie soll ich Ihnen das erzählen? Auf der Wiese haben wir uns kennengelernt. Gleich ins Gespräch gekommen und hat gefunkt. Ja, ich habe auf die Taschen aufgepasst und dann hat es gefunkt. Und wie lang ist die Ehe schon? 45 Jahre. Und so gut wie am ersten Tag? Ja, wird immer besser. Manches Mal, wenn ein Gewitter ist und alles rennt und man ist dann ganz allein da, das ist auch schon sehr reizvoll. Das gefällt mir auch sehr gut. Apropos Gewitter, heute ist es ja so heiß, dann kommt die Abkühlung, freuen Sie sich schon? Ja, ja, also das schon. Was macht man hier bei so einem Hitzetag? Man sitzt im Schatten, tut lesen, tut Kreuzworträtsel machen und geht halt, wenn es ihm freut, wieder ins Wasser. Ne? Das ist ja sehr einfach, da ist es ein kurzer Weg, zum Unterschied vom Passau, das am anderen Ende der Welt ist. Also, und das ist nicht überfüllt, also da können sie wirklich wunderbar schwimmen. Wenn ich fragen darf, wie ist die Nachbarschaft hier so? Sehr nett, kann man nichts sagen. Sehr nett. Kein Problem. Mit den Leuten kommt man gut zurecht. Ja, ja, durchaus. Ist alles ein sehr angenehmes Verhältnis da. Wir haben unseren kleinen Enkel besucht da bei der Tochter und das haben wir heute gesagt, bei der Hitze werden wir uns da in Wien das Gänsehaufel mal anschauen, weil wir sehen immer wieder im Fernsehen sind. Eine coole Location da. Wie ist das für einen Tiroler hier zu sein? Ja, ist total nett. Also die Leute sind chillig, sind gut aufgelegt da, man fühlt sich wohl. Wunderbar da. Gut erreichbar und es gibt viele, viele Belustigungen und Restaurant zum Essen ist genug da. Für Sie persönlich, was war das schönste Erlebnis hier? Das kann ich nicht mehr so beurteilen, aber jedenfalls ist es für mich immer schön, wenn ich herunterfahren kann und da die Ruhe in die Sonne und den Strand genießen und das Wasser, wenn es angenehm ist zum Baden, das genügt mir vollkommen. Ich brauche keine besonderen Events, mir reicht das vollkommen. Ja. Und wer sportlich sein will, der kann ja da Beachball spielen oder kann mit dem Boot herumfahren, mit dem Standby. Ja. Also es gibt für jeden etwas, ja. Und die Kinder haben auch alles, was sie brauchen. Und wenn jemand sportlich oder klettern will und alles drinnen, ja. Also mir genügt es vollkommen. Ich bin froh, dass ich habe eine Kabane hier und ich bin immer froh, wenn ich sie benutzen kann. Und meine Frage ist jetzt noch, wie geht man mit der Hitze um? Indem man sich im Schatten bewegt, viel Wasser trinkt, ja, auch sehr wichtig, ja. Und mit seinen Kräften haushaltet.